fünf Menschen, eine Frau und vier junge Männer erzählen uns ihre Geschichte. Die Geschichte ihrer Flucht und ihrer Ankunft in Deutschland und jetzt zuletzt hier in Gera. Einige leben hier schon seit Jahren, manche erst seit einigen Monaten. Sie kommen aus Afghanistan, aus Syrien, aus dem Irak und aus Dubai. Sie erzählen uns von ihrer Heimat, ihren Erlebnissen als Kind, als Jugendlicher. Sie erzählen von ihren Träumen, von einem glücklichen, erfüllten Leben und vom Krieg, der ihren Träumen ein jähes Ende bereitete. Sie erzählen auch von der Sehnsucht nach ihrer Familie, von der sie oft jahrelang getrennt sind, und von ihren Eltern und Geschwistern, die sie vermissen. Ja, dann sprechen sie von den Herausforderungen hier in Deutschland, der Sprache, eine Fleißarbeit, sie zu lernen. Einige waren dabei so gut, dass sie als Dolmetscher arbeiten, ihre Landsleute bei Behördengängen begleiten oder bei Arztbesuchen. Aller Achtung wert. Das Arbeitsleben, die deutsche Alltagskultur, das lernt man alles nicht so nebenbei. Sie haben sich diesen Herausforderungen erfolgreich und motiviert gestellt und sie sind ein positives Beispiel für ihre Landsleute und ihnen eine gute Hilfe auf diesem Weg. Die geflüchteten Menschen bei uns leben natürlich in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite die Hoffnung auf Rückkehr in ihre alte Heimat. Auf der anderen Seite der Wunsch, dass die Integration für sie hier erfolgreich gelingen kann. Dieser Zwiespalt ist tagtäglich für sie aktuell und beschäftigt sie natürlich. Ja, und diese gelingende Integration für sie, die muss gelingen gegen die Widrigkeiten einer oftmals mangelhaft auf die Herausforderung der Integration vorbereiteten Gesellschaft in Deutschland. Sie muss gelingen in der Konfrontation mit Berührungsängsten und Verweigerungsgesten besorgter Menschen, verunsicherter Menschen. Und die Integration muss gelingen gegen das Erleben von Hass und Ablehnung und Gewaltanwendung, denen sie auch begegnen natürlich. Und sie erleben natürlich das große Engagement, die große Unterstützung von sehr vielen hilfsbereiten Menschen. Von Menschen, die ihnen Brücken bauen, die Brücken bauen für ihre Hoffnung, für die Hoffnung derjenigen, die die Hilfe auch benötigen und die der Hilfe bedürftigen. Sie bauen Brücken für diese Hoffnung, die Sprachbrücke, eine ganz entscheidende Brücke. Ohne Sprache, ohne gute Sprache, keine Chancen für eine gute Integration. Und sie bauen die Brücke der kulturellen Begegnung. Eine Brücke natürlich, die auch mit Stolpersteinen gepflastert ist. Wir helfen ihnen, diese Menschen helfen ihnen, Ängste abzubauen und hier in Deutschland anzukommen. Fundament dafür sind persönliche Begegnungen, das persönliche Kennenlernen, dem anderen zuhören, Gelegenheiten für Menschen, das wahrzunehmen, diese Begegnung wahrzunehmen, gibt es hier in Gera reichlich und wir wünschen dabei viel Erfolg. Ja, Osama, ja. Wir sitzen hier, um uns über dich zu unterhalten, wo du herkommst, wie du hier nach Gera gekommen bist, wie es dir hier geht. Erzähl doch mal, aus welchem Land du kommst. Ich bin Osama, ich komme aus Syrien und ich bin seit einem Jahr hier in Deutschland und ich fahre vorher in Deutschland, ich war in Libanon und danach nach Ägypten, danach zurück nach Libanon und dann ich fahre nach Türkei und bleibe 2 Monate in Türkei und danach ich fahre selber nach Ägypten
und danach nach Libyen und komme hier mit mir. Nach Italien, das braucht auch 5 Tage mit mir. Und danach ich bin ich in Italien und habe 10 Tage in Italien gesessen und danach fahren mit Zeug, mit Zug nach hier, komme hier nach, nach Deutschland. Und die erste Mal in München. Danach komme ich nach Isenberg, bleibe 1 Monat oder 2 Monate in Isenberg. Mhm. Danach nach Suhl. Mhm. Danach habe ich Straßenfähre nach Gera. Ich komme hier in Gera. Das, ich vergesse das nicht, um 22.12.2014. Das kam Weihnachten hier in Gera. Weihnachten? Ja, und ich komme her und schaue alles die Leute Feier machen und das. Und dann ich bleibe hier in Asylheim. Mhm. Danach kommt mein Papier vom Bundesamt und ich darf hier in Deutschland sitzen. Mhm. Ja, und das verlängert auch, weil ich komme her, ich muss fahren in die Schule. Ja. Jetzt kommt schnell, wenn die Leute kommen hier in Deutschland, schnell nach Schule, aber ich muss verlängern. Mhm. Und dann beginnen mit Schule, Monaten 1.6.2015, ist bis jetzt, ich soll B1 lernen, danach, ich habe nächste Woche, die Prüfung für Leben in Deutschland. Mhm. Danach am 2. April ich habe die Prüfung für B1. Mhm. Und ja, ich finde Deutschland ein sehr gutes Land. Ich finde auch die Leute sehr gut. Mhm. Das ist nicht bedeutet, ich habe keinen Stress hier in Gera oder in Deutschland. Darüber wollen wir gleich noch mal reden. Kannst du noch mal etwas sagen über die Stadt, aus der du kommst und wie du dort gelebt hast? Ja, ich komme aus Dara. Die Stadt, die Stadt liegt neben Damaskus und neben Jordanien auch. Ja, die Stadt hat 1.500.000 Leute, die wohnen hier in der Stadt. Die Stadt, das erste Stadt in Syrien, bekommt Krieg bei der Stadt und dann bekommt in aller Syrien. Mhm. Ja. Und ich habe vor 5 Jahren nicht meine Stadt gesehen und nicht mit meiner Familie sitzen oder was. 5 Jahre ist das ja jetzt, ja. Ja, bis jetzt, wann beginnt Krieg nach 6 Monaten in Syrien, ich war weg, weil ich. Also alles die Leute aussuchen, alles Männer. Ja. 18 Jahre muss nach Army 2 Jahre bleiben. Und dann kriegt das muss ich mit Army 2 Jahre und muss ich schauen, die Leute was machen, die will freien oder was. Ich muss die Leute Tuten machen. Ja. Ich muss, weil ich habe das nicht gemacht. Ja. Ich oder andere Männer aus Syrien. Dann soll ich durch die Armee machen von mir oder Polizei auch. Muss immer Arbeit mit Armee und mache schlecht für die Leute aus Syrien. Ja. Oder mit anderer Seite mit den Leuten aus Syrien für Politik oder was. Und ich mache einfach Plus. Ja. Ich gehe nach Libanon einfach und nicht bleiben in Syrien. Das ist nicht gut. Mhm. Du sollst hier oder hier. Ich soll nicht hier und ich soll nicht hier. Ja. Ich mag das nicht. Mhm. Das ist mein Leben, das ist meine Sache. Und andere hat Sachen. Und andere sagt, vor seiner Meinung oder was, das ist egal. Mhm. Man kann machen, was denken. Aber nicht machen schlecht bei anderen Leuten oder machen tut und du sollst machst das. Das ist nicht gut und das ist nicht richtig. Also ist es richtig, dass der Krieg in Syrien, der entscheidende Grund war, weshalb du dort weg bist. Ja. Mhm. Ja, das, ich hab, ja. Das war vor fünf Jahren, 2011? Das war vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren. 2011 oder 2012 vielleicht. Mhm. Mhm. Aber das war lange. Ja. Das Datum, ich vergesse immer Datum. Ja. Ja. Aber das auch. Mhm. Du bist bei euch zu Hause, bist du zur Schule gegangen? In Syrien? Ja, ich habe Abitur abgeschlossen in Syrien
Und danach, ich habe auch 3 Jahre lernen, das Buchhalten vom Büro. Ah ja. Ja, ich bin verkaufen von Bank. Ja. Und ich habe mein Papier, ich habe abgeschlossen in Syria gemacht und alles. Und ich musste ja auch etwas lernen. Dann, danach Sprachkurs. Ich muss auch lernen, was ich will. Ja. Ich musste hier arbeiten und ich hab kein anderes Land. Ja. Ich muss hier arbeiten und weil ich mag Deutschland. Und das kannst du hier arbeiten, kannst du hier leben, kannst du hier einfach sagen, deine Meinung, was du denkst, aber nicht macht. Das bedeutet meine Meinung, aber nicht sagt, ich kann nicht sagen vor anderen Leuten schlecht. Sagt, ich finde das nicht gut, einfach oder das, ich darf das. Aber in meinem Land, ich darf das nicht. Ja, und das auch. Ich finde das sehr gut. Ich möchte hier arbeiten, ich möchte hier ein neues Leben machen und alles. Wie stark ist jetzt der Konflikt zwischen deiner Sehnsucht zurück in die alte Heimat und dem Wunsch, hier zu bleiben? Das ist eine gute Frage. Weil ich komme hier in Deutschland, kann ich nicht zurück und sage, ich gehe nach Deutschland und sitze in Deutschland und ich habe Geld bekommen für Jobcenter und sitze hier einfach und dann war ich fertig. Ich sage, mein Land gut, ich zurück nach mein Land. Und das ist nicht gut. Ich finde das nicht gut. Ja. Weil ich komme her und ich habe gelernt hier, ich habe alles und dieser Land hat alles für mich gemacht. Ich kann nicht einfach lassen und sagt, ich zurück nach mein Land. Und sie hat alles von mir gemacht. Ich muss auch hier arbeiten und machen wie andere Leute aus Deutschland, zahlen Steuern oder was. Ich musste das. Und das ist meine Meinung. Ja. Also sie haben auch viel Hoffnung und Kraft, dass sie die Integration hier in Deutschland, dass ihnen das gelingt und sie sich ein neues Leben aufbauen. Ja. Ich möchte das. Ja, okay. Was mich noch interessieren würde, was machen Sie jetzt? Wie verbringen Sie Ihre Zeit? Ja, ich habe am Vormittag immer Schule. Ja. Ich muss lernen, aber Nachmittag ist es ja nicht zu Hause. Wir haben hier ein Verein, Akzeptanz, können Sie das? Ja. Ein Verein helfen die Frühstücke und ich immer helfen mit Verein und mache Übersetzen für die Leute oder was brauchst die Leute. Ja, ich finde das ja auch gute Arbeit. Ich mache das für mein Herz und ich schaue andere Leute viel helfen. Ja. Aus Deutschland, alles die Leute viel helfen. Das ist, warum ich nicht helfen die Leute auch. Wann kann ich helfen? Warum? Das ist egal von mir, aus Deutschland, aus Syrien, aus Amerika, wie die Leute brauchen helfen, ich mag helfen die Leute. Egal woher kommen die Leute oder was, ich mag helfen. Ich kann nicht sehen, ein Person oder was brauchen helfen, weil ich kann die Leute helfen. Für mich sagt es soll die Leute helfen, weil ich kann jetzt die Leute helfen. Ja. Dann wann ich brauche helfen. Ich dachte auch die Leute bekommt andere Leute helfen. Aber kannst du nicht lassen, die Leute, und kannst du helfen, kannst du nicht lassen, die Leute sagt, egal oder was. Aber dann das ist ein Beispiel bei uns, wenn du lassen die Leute jetzt, dann wann du brauchst Hilfe, wie machst du, andere Leute machst das. Ja. Du brauchst Hilfe, bitte, ich brauche Hilfe oder was, und andere Leute machst nicht. Das ist zurück, alles zurück. Was du hast gemacht, alles zurück. Wann du lernst gut, in Schule, dann kannst du schaffen die Prüfung. Wenn du machst gut in dem Leben, dann zurück bei dir gut. Ja. Wenn du machst schlecht, dann zurück bei dir. Ja. Bei dir. Ich glaube das immer. Wie begegnen oder wie haben Sie Menschen hier in Gera erlebt? Von Freundlichkeit bis Distanz und bis Ablehnung, ist Ihnen das alles begegnet oder wie begegnen Ihnen die Menschen hier in Gera? Ich finde so viele Leute hier in Gera, die sehr gute Leute.
Bis jetzt, ich habe gesagt, ich habe keinen Stress mit anderen Leuten. Ja. Und ich habe so viele Leute, Freundschaften von mir. Ja. Ich mag so viele die Leute und ich immer mit den Leuten gehen und was machen. Weil ich finde die Leute sehr gut. Sie hat große Herz. Sie auch brauchen helfen, richtig. Ich kann die Leute mir helfen und ich kann die Leute helfen. Mhm. Ich kann nicht auch einfach sagen, okay, ich komme aus Syrien, ich kann nie machen das oder nie machen das. Nein, das ist einfach, du bist ein Mann oder eine Frau, du kannst machen, du kannst arbeiten, du kannst nicht sitzen zu Hause. Immer sagt, sie ist die schwere Sprache, das ist nicht gut, ich kann nicht mit den Leuten reden. Nein, das ist vorherrscht. Ja. Ich kann schauen, die Leute gut oder nicht. Mhm. Aber einfach, wenn ich schaue, die Leute nicht gut, ich nicht sage, die Leute nicht gut. Ich möchte nicht mit den Leuten laufen oder was. Das ist einfach, kann ich auch wissen, warum die Leute nicht gut mit mir. Mhm. Kann ich auch hören, die Leute. Kann ich sagen, meine Meinung für die Leute. Auch dann, ich habe auch so viele Leute, mag mich nicht, die ausgehen. Und ich habe etwas sprechen mit den Leuten oder was. Die Leute sagen, das ist gut, ich finde das sehr gut. Dann ich beginne Freund mit den Leuten. Einfach die Leute hat Angst. Ja, guck, woher kommen ihm, was machst er her, warum kommst er her in Deutschland? Ja. Er braucht Geld und sitzen zu Hause oder sitzen im Café. Aber die Leute kennen mich nicht. Ich muss auch mit den Leuten kennenlernen. Ja. Ich bin Osama zum Beispiel. Ich guck mal, was denkst du über mich? Ich kann mit dir reden. Ja, ich kann sagen, was du willst, was ich will, was du denkst über mich, was ich denke über dich auch. Dann, das ist gut. Das bedeutet, das muss ich nicht einfach sagen, ich bin in einem anderen Land, der hat andere Sprache, der hat andere Leute. Ich muss auch Kontakt mit den Leuten. Richtig. Das ist einfach, ich kann nicht innen ohne Kontakt. Ich kann nicht ihnen ohne reden. Ich kann nicht ihnen ohne kennenlernen. Wie du auch hier in Deutschland. Wann hast du Schule oder was? Wann hast du ihnen Schule oder was? Das beginnen vor Leben. Ja. Kannst du die Leute kennenlernen? Ja. Das Ende hast du zum Beispiel 5 Freunde oder 6 oder 7. Ja, und dann sagt, das ist gut, das reicht bei mir. Gibt es irgendetwas in Deutschland hier, über das Sie sich wundern, weil das ist bei Ihnen zu Hause ganz anders gewesen, also jetzt so im alltäglichen Verhalten. Ja, ja, das bekommt andere Leben und andere Haushalten. Ja. Das bei uns, das ist alles Familie immer zusammen, bis Ende. Ich kann nicht sagen, ich bin 18 Jahre, ich gehe alleine leben oder was, das darf ich machen. Aber immer mit meiner Familie Kontakt. Jeden Tag kann ich schauen, meine Mutter, mein Vater, meine Mutter, mein Vater. Immer reden mit meiner Familie, was hat meine Familie Probleme. Ich hab 7 Brüder und eine Schwester. Das ist eine große Familie. Ja, ich hab vermisst von meinen Brüder und meiner Schwester und meinen Eltern, aber ich kann nicht. Ja. Ja. Ich muss arbeiten, ich muss suchen andere Leben. Ihre Geschwister, wo leben sie? Ich habe einen Bruder in der Türkei. Einen in der Türkei. Ich habe einen Bruder in Libanon. Ich habe meinen Vater in Kuwait Arbeit. Der ist ein anderes Land, der lebt in Saudi. Die Kuwait. Und ich habe andere meine Familie in Syrien. Ja. In meiner Stadt, meiner Heimatland, in Syrien, in Daraa. Ja. Okay. Gibt es ein bestimmtes Hobby, das Sie haben, das Sie gerne machen? Hobby. Ja, das ist mein Hobby von mir. Das hat immer Spaß macht, die Leute. Mein Hobby schlafen oder was. Das ist mein Hobby. Richtig lernen. Alles, was kann ich lernen, ich lerne gerne. Lesen gerne. Weil das ist gut, wenn du sitzt mit anderen Leuten und reden über was, kannst du mit den Leuten reden. Nicht einfach, ich bin sitzen und die Leute zum Beispiel redet vor Arten oder was, ich sitze, ich muss auch, ich lerne und ich kann mit den Leuten reden und Diskussion machen, Diskussion. Ja. Also ein sehr kommunikativer Mensch. Ich mag lernen und ich mag auch schwimmen,
Fußball, Tanztisch, ja, viele andere Leute auch. Mhm. Was sind Ihre Wünsche jetzt für die nächste Zeit hier in Gera? Ich wünsche eine gute Arbeit finden und eine Familie haben hier auch. Das bedeutet aus Deutschland, aus Syrien, ich musste eine Familie haben, eine gute Familie haben, und gute Arbeit finden. Bei der Erfüllung dieser Träume darf ich Ihnen alles Gute wünschen, viel Erfolg und bedanke mich herzlich für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen auch. Dankeschön.